Kriegen wir hier gerade noch irgendwie Kohle ran? Sie brauchte was? Achso, die Kissen von der Bäuerin. Wo sind die überhaupt? Hier, hier offensichtlich nicht. Hier! Die Bäuerin kann die Kissen für das Gasthaus nicht fertigstellen, da ihr Felle fehlen. Ein Glück haben wir zwei Stück dabei. Die Bäuerin war sehr erfreut, dass ich ihr hochwertige Felle gebracht habe. Jetzt kann sie an die Arbeit gehen. Sweet. Er hat immer noch nichts zu sagen. Für ihn hätten wir jetzt 50 Gold auf jeden Fall. Dann fahren wir doch mal zur Insel. Hat sich jetzt schon gelohnt. Na, jetzt nehmen wir das Ding schon mit. Kriegen wir jetzt nämlich locker mal 300 Gold zusammen. Das sind doch bestimmt noch mehr, oder? Okay, noch ein Kescher, noch mal Eier. 5 Stück gleich. Das alles an Muscheln? Nur 3 Stück? Ich bin enttäuscht. Ja, aber das scheint es gewesen zu sein vorerst. Was möchte der denn? Willkommen auf meiner Insel, Junge. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Soll ich dir beibringen, wie man angelt? Der Meisterangler ist bereit, mir gegen eine kleine Gebühr die Grundlagen des Fischens beizubringen. Gucken wir mal, wie viel Gold ich habe. 140. Ja, wir können ja die Perlen verkaufen, das geht. Die Lektion kann beginnen. Bereite bitte dein Fischernetz vor. Ich muss alles genauso machen, wie der Fischer es mir zeigt. Alter, ein Fisch kostet 4 Ausdauer. Glückwunsch, Junge, du hast deinen ersten Fisch gefangen. Das war gar nicht so schwer. Ich brauche nur viel Geduld. Oh, jetzt können wir auch Frösche fangen. Ich weiß zwar nicht wofür, aber... Fantastisch. Wir gehen erstmal wieder zurück. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Insel total aus dem ersten oder zweiten Teil recycelt ist, aber ich mag mich täuschen. Vielleicht kommt es mir auch einfach nur so vor, weil ich es halt schon mal gespielt habe. Wir wollten die Perlen verkaufen, ne? Naja, ich will jetzt nicht gerne hier in der Gegend auf, das ist fantastisch. So, kauf bitte alle 3 Perlen. Und dann würde ich hier jetzt tatsächlich für 100 gerne ein Schild kaufen. Das können wir uns nämlich leisten. Und dann gehen wir trotzdem nochmal pennen. Oh, wir können jetzt kochen. Voll gut. Ah, da fehlt uns Salz. Und hier fehlt uns Wasser und Rettich. Aber Wurzeln sind das, keine Rettich. Okay. Ich bin mir unsicher, wann das hier steigt. Also von 10 auf mehr. Ich glaube, das hängt mit unserem Kochlevel zusammen. Ich bin mir unsicher. Wenn wir jetzt ein Schild haben, können wir doch jetzt die Fledermaus wegklopfen. So, haben wir eine Fackel gefunden. Sehr schön. Die brauchen wir garantiert. Da brauchen wir einen Heiltrank. Und hier können wir auch schon die Fackel einsetzen. Perfekt. Das geht. Oder hinten geht es noch weiter. Das war mir gar nicht bewusst. Wie viele von den Pilzen brauchen wir noch gleich? Wie viele haben wir? 3? Brauchen mindestens 5 oder so, ne? So schätze ich zumindest mal. Mit einem Seil könnte ich hinabklettern. Kaufen wir mal so einen Trank.
Können wir die Ratte jetzt theoretisch auch moppen? Verbrauchen wir den Trank direkt, oder? Ja, bedauerlich. Das wird teuer. Aber jetzt können wir hier ein bisschen dann rumstöbern. Vielleicht finden wir ja was Sinnvolles. Zwei Heiltränke. Alles richtig gemacht. Kiste. Okay, Schlösser knacken können wir noch nicht. Wir könnten jetzt die Schlange hauen. Das will ich aber gerade noch gar nicht. Erstmal hier hin. Okay, das hat gar nichts gebracht. Dann hauen wir doch die Schlange, weil das ist bestimmt das Holz, was wir sammeln müssen, ne? Apropos sammeln. Wir sammeln erstmal noch ein bisschen Kram. Eine Sichel, auch gut. Hier ist das Holz, das zum Haus des Bürgermeisters gebracht werden soll. Ohne ein Pferd bekomme ich es allerdings nicht von hier weg. Ist ja unpraktisch. Okay, da brauchen wir Stufe 17 im Kämpfen. Hier wahrscheinlich genauso, ne? Stufe 20 sogar. Holy shit, das wird dauern. Und dann hauen wir doch mal dem Vieh erstmal die Rübe ab. Welche Stufe haben wir? 11 immerhin schon. Ja, okay. So, ist die Bäuerin eigentlich mal... Ah, die ist jetzt total mit ihren Kissen fertig. Voll gut. Dann können wir die nämlich mal abgeben. Kriegen wir noch ein bisschen Gold dafür. Das ist in Ordnung. Kein Highlight. Können wir hier... Oh, wir können ja total Wasser holen. Lass das mal eben machen. Können wir gleich nochmal machen. Wer bist du? Der Bauer leiht mir bereitwillig sein Pferd. Gegen eine kleine Gebühr natürlich. Ich versprach dem Bauern, mich gut um sein Pferd zu kümmern. Nun denn. Binden wir doch das ganze Holz einmal auf das Pferd. Das hier nicht steht. Wir brauchen Ausdauer zum Abladen, ernsthaft? Können wir eigentlich... Können wir hier Salz kaufen? Ne, wir können Salz verkaufen, aber einkaufen können wir es nicht. Das heißt, wir können auch nicht wirklich kochen, oder? Weil die Dinger können wir noch nicht sammeln. Oh, wobei, können wir die kaufen? Nee. Wobei, vielleicht nicht hier, aber hier? Oh, hier können wir beides kaufen. Dann kochen wir nochmal was Gutes. Boah, da kriegen wir 24 Nahrung raus. Sweet. Und besser kochen können wir auch noch. Gute Sache. So, dann können wir doch jetzt erstmal eine Runde pennen. So, 3 Tage am Stück. Das funktioniert. Hört gar nicht auf. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Also ich meine, ist ja gut. Wir brauchen die Ausdauer sowieso. Von daher ist es halt auch egal. Nach dieser harten Arbeit habe ich mir eine Belohnung verdient. Stand da nicht mal... Oh nein, das war die erste Fassung, wo noch was anderes da stand. Deswegen, ich war gerade so ein klein bisschen verwirrt, aber ich habe den Text vorhin nochmal geändert. Ich habe das Pferd zurück zu seinem Bauern gebracht. Fantastisch. Hier können wir einen Seil kaufen. Machen wir mal. Jetzt finden wir wahrscheinlich gleich eins, aber... Können wir unten noch was machen? Die verkaufen uns allen möglichen Kram. Unter anderem auch diese grünen Tränke. Oh, die Schlange hier oben können wir jetzt platt hauen.
Wo kommen wir denn hier hin? Wo kommen wir denn hier hin? Na, nehmen Sie schon mit. Gott, so viel Kram. Ein Geweih, sehr schön. Dafür brauchen wir einen Speer, ja. Liegt hier gerade sonst noch was? Auf den ersten Blick nicht, okay. Verkauft ihr mir einen Speer? Tatsächlich, für 150, das ist ganz schön teuer. Leute. Kann ich nicht irgendwie mal einen Fisch verkaufen? Hier. Oh, wir könnten im Fluss mal gucken, ob da auch Muscheln sind. Fällt mir gerade auf. Ist das da irgendwas? Nee. Ist hier noch irgendwas? Also hier können wir Frösche angeln, aber... Nee, okay. Der Typ... Okay, aber eigentlich können wir uns dann selber Nahrung kochen. Schwierig. Du kaufst mir doch bestimmt das Geweih ab für 35, das ist okay. Damit kann man doch was machen. Und hier drin eigentlich noch was? Ah, jetzt können wir hier runter, wenn man das Seil. Ha. Das ist ganz schön finster hier. Da brauchen wir doch garantiert gleich noch eine Fackel, oder? Natürlich. Lohnt das, die Ratte zu hauen? Wird schon passen. Alright, dann... Wo kriegten wir... Ach, wir haben doch die Map noch gar nicht. Die schalten wir erst noch frei. Kann ich hier eine Fackel kaufen? Ja. Komm, gib mir gleich zwei. Wenn wir schon dabei sind, gib mir mal einen Speer. So. Wie sieht's denn aus hier unten? Okay. Wir brauchen eine Heiltränke. Nicht gut. Mein Schwert ist zerbrochen, ne? Fantastisch. Heiltränke haben wir auch nicht mehr. Nee. Aber wir könnten theoretisch alle... Moment. Können wir... Okay, es sah aus wie so eine Kiste zum Einsammeln, aber es ist einfach nur eine Kiste. Er macht den ganzen Tag nichts anderes als Pfeile. Aber soll mir recht sein. Halt. Da war noch Pilze. Ich hab gehört, es soll einen Schatz in der Fledermaushöhle geben. Ach ja. Dann müssen wir bestimmt, dass die Fledermäuse für wegnatzen. Wer wollte denn eigentlich die Pilze haben? Du warst es. Lisa bedankte sich für die Pilze. Sie hatte Angst, selbst in die Höhle zu gehen. Okay, bei den Fledermäusen ist es genehmigt. Und das war's jetzt? Spannend, okay. So, dann können wir das Vieh jetzt wegpieken. Gott, mehr Spinnen. Zum Glück brauchen wir dafür keine Heiltränke. Da oben sitzt wer. Gott, wir brauchen schon wieder Ausdauer. Fuck me.
müssen, glaube ich, gleich echt nochmal Zutaten kaufen. Wir brauchen ein neues Schwert. Was haben wir denn hier Nettes? Was ist das? Kriegshammer. Okay. Da können wir kein Schloss knacken, weil wir noch keine Schlösser knacken können. Da brauchen wir doch garantiert ein Seil, oder? Ah, bitte, hilf mir! Ich wurde von dieser fiesen Spinne gebissen. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Der verwundete Jäger braucht dringend ein Gegengift. Soll ich das denn jetzt herkriegen? Ah, natürlich brauchen wir ein Seil. Oh Gott, und Ausdauer. Ah. Ausdauer-Grinding. Yay. Hier drüben zufällig Muscheln nachgespawnt. Das ist immer so eine nette Einkommensquelle. Aber nein. Gut, wir haben hier noch Pilze. Ich will nicht einkaufen, wenn will ich verkaufen. Okay, den Text kennen wir schon. Wobei, ich hätte ganz gern hiervon ein bisschen was. Irgendetwas beunruhigt den Bürgermeister offensichtlich. Achso, das hatten wir schon. Junge, ich habe in letzter Zeit viel Gutes über dich gehört. Könntest du vielleicht... Der Bürgermeister bittet mich, den Weg nach Yellow Valley zu erkunden. Die Dorfbewohner behaupten, Orks in der Nähe gesehen zu haben. Angeblich in den Bergen östlich des Seeufers. Okay. Ist das, da müssen wir bestimmt erst die Schlange hier irgendwo platt machen. Ah ja. So, wir können doch jetzt garantiert was kochen, oder? Ha, neue Gerichte. Ja, dafür brauchen wir kochen, aber erst auf Stufe 10. Okay. Welches Level haben wir? 7. Nee. Da können wir voll viel machen. Was fehlt hier? Eier tatsächlich. Und Pilze. Okay, aber die finden wir. Aber wir gehen erstmal eine Runde pennen. Ah, genau. Jetzt futtern wir nämlich auch immer schon direkt 20 weg. Statt nur 10. Macht das Ganze ein bisschen schneller. Pilze. Pilze. Wenn auch keine Essbaren. Was? Keine Pfeile? Ich bin enttäuscht. Wir können ihm noch ein Fell verkaufen, aber ganz ehrlich, die 15 Gold reißen es jetzt auch nicht raus. Wir können eben nochmal Wasser holen. Brauchen wir denn sowieso wieder zum Kochen? War da einmal Pilze und hier einmal Pilze. Können wir noch ein paar Kaninchen jagen. Wir können später auch Füchse und die, was sind das, Wildziegen oder so, jagen. Dazu müssen wir aber erst mit Pfeil und Bogen gut umgehen können. Wenn wir schon was gekocht haben, dann pennen wir auch gleich nochmal. Dankeschön. Geht sogar gleich zweimal. Wunderbar. Oh, hier geht's jetzt lang. Okay. Stimmt, das war auch in den Bergen vom Seeufer aus gesehen östlich, ne? Nicht westlich. Ich bin einfach völlig in die falsche Richtung geeiert.
Pilze. Können wir die Schlange... Ach Mist, wir müssen immer noch ein Schwert kaufen. Wo kriege ich das eigentlich her?